Lieber Werner Kogler, ja, jetzt sitze ich auch bei McDo. Feeling and eating like Wernie and Gretel. Von mir der bescheidene CO2-neutrale Beitrag zu den Müllbergen der Welt. In mir der Burger als Huldigung für Fast Food unserer leckeren Fleischindustrie. Nein, mein lieber Herr Kogler, es ist kein Problem, wenn Sie sich bei McDo den Wamst vorschlagen. Guten Appetit. Wünsche ich künftig. Es ist das elende Pharisäertum der Heuchler. Gegen Müllberge kämpfen und selbst dazu beitragen. Fleischsteuern fordern und das Hochamt der Fleischeslust feiern. Die Novomatic wie ihre Vorgängerin Glawischny kritisieren und dann den Judaslohn eben dort kassieren. Wie Pamela Joy das beschauliche Jesolo buchen und dann im mondänen Saint-Tropez dinieren. Die dicken, fetten Dieselstinker kritisieren und dann wie die deutschen Grünen die Senften besteigen und Flugkilometer sammeln. Den Menschen die Enthaltsamkeit predigen und selbst ein kleiner Sünder sein. Es ist der gelebte Unterschied zwischen Schein und Sein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Teddybären werfen im Jahr 2015 und jetzt die Sicherungshaft einführen. Es ist das Pharisäertum, die Heuchelei, der Opportunismus. In diesem Sinne, guten Appetit beim Schachtelwirt. Aber Rückgrat gibt's hier nicht.